Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, zuletzt habe ich ein Unboxing-Video von der Monokamera hier gemacht mit diesem Filterrad. Das verlinke ich euch gerne nochmal da oben in der Infobox oder auch unten in der Videobeschreibung. Und da habe ich ja am Ende schon vom Video erwähnt, dass ich eben geplant habe, ein Video zu machen, wo ich eben dann tatsächlich die Monokamera mit der Farbkamera vergleiche, also mit dem gleichen Teleskop unter dem gleichen Himmel und das gleiche Deep Sky Objekt. Das habe ich gemacht. Das war jetzt ziemlich aufwendig, ehrlich gesagt. Also da habe ich den Mund fast zu voll genommen. Aber ich versuche eben, das möglichst dann eben euch gleich eben möglichst objektiv zu präsentieren. Ja, damit würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja, fangen wir vielleicht gleich mal ganz kurz mit den Hard Facts an. Und zwar, ich lege jetzt hier mal meine Farbkamera zur Seite. Ja, und das ist jetzt eben hier die Monokamera, also die QHY268M mit dem Filterrad ebenfalls von QHY, das QHYCFW3M mit dem QHY Off-Axis Guider, hier dann eben die QHY462C Kamera als Guiding Kamera und hier dran dann der GPU Kommakorrektor. Ja, und genau so kommt das eben dann in den Auszug vom Teleskop rein. Und mich haben ja letztens schon einige gefragt, ob ich nicht auch mal das Gewicht eben messen kann und vergleichen kann und wie viel ist eben dann hier dieses Setup mit der Mono schwerer beziehungsweise das andere hier leichter. So, das mache ich hiermit eben mal. Und wir haben jetzt hier genau 2096 Gramm. So, jetzt schraube ich hier mal ganz schnell den Kommakorrektor darüber und natürlich auch die Guiding-Kamera. Dann wiegen wir das hier jetzt mal. Somit wäre eben das Setup hier auch komplett für die One-Shot-Farbkamera. Und hier haben wir 1564 Gramm. Ja, also das ist dann doch ungefähr ein halbes Kilogramm Unterschied. Ja, wem das jetzt irgendwie wichtig ist, ein halbes Kilogramm mehr oder weniger. Ja, ich denke mal, wenn man mal bei einem 10 Zoll Newton ist, was halt ich aktuell hier habe, wird wahrscheinlich ein halbes Kilogramm auf oder ab dann auch nicht mehr das Krautfett machen. Das Filterrad ist jetzt hier auch bestückt mit 7 Filtern und die Farbkamera war jetzt in dem Fall hier auch bestückt mit dem UV-Aircut-Filter. Was ich euch jetzt hier noch kurz zeigen wollte bezüglich der Filter, da habe ich mir nämlich hier vor einiger Zeit mal mit meinem 3D-Drucker so einen Filterhalter hier ausgedruckt. Das passt eben dann hier perfekt herein. Und hier kann man eben dann den entsprechenden Filter in 2 Zoll hereinlegen. Also ich habe jetzt hier quasi die RGB-Aufnahmen oder die Farbaufnahmen mit einem UV-Aircut-Filter gemacht und für die Schmalbandaufnahmen eben dann den Optolong L-Extreme-Filter hier rein und dann eben wieder den Rotator hier drauf. In dem Fall muss man natürlich jetzt hier noch aufpassen, dass die schmale Seite vom Bildsensor, in dem Fall jetzt die hier, das ist hier übrigens, wo die Schraube da drinnen ist, dass eben dann hier auch der Spiegel vom Off-Axis Guider ist. Also das baue ich dann immer so zusammen. So. Und dann passt das so. So, ich würde mal sagen, gehen wir an den Rechner und dann zeige ich euch die Ergebnisse. Ja, um euch jetzt hier nicht allzu lange auf die Folter zu spannen, möchte ich euch hier gleich mal zu Beginn ein Bild von SR2-150 präsentieren. Und zwar ist das jetzt hier mit der One-Shot-Farbkamera aufgenommen. Also jetzt eine reine RGB-Aufnahme mit dem UV-IR-Cut-Filter. Und ja, ich habe das Ganze jetzt eben so gemacht. Ihr seht, da oben habe ich jetzt hier mal die Daten so ein bisschen aufgeschrieben, was ich eben bis jetzt belichtet habe und damit ihr halt auch ein bisschen Übersicht habt bei dem Ganzen. Und ihr seht jetzt das Ganze jetzt hier schon, ich habe jetzt hier das Objekt SR2-150 und habe jetzt hier eben für die RGB-Daten 45 Frames mit jeweils 5 Minuten aufgenommen, was eben 3,75 Stunden Belichtungszeit entspricht. Und mit dem L-Extreme-Filter habe ich 10 Bilder gemacht mit jeweils 15 Minuten Belichtungszeit. Das entspricht dann 2,5 Stunden.
Ja, und beides habe ich hier noch als Anmerkung dazu geschrieben, also Schmalband und RGB-Aufnahmen konnte ich jeweils in einer Neumondnacht machen, also komplett ohne Mond. Ja, und hier dann eben mit der Monokamera, und zwar habe ich das jetzt hier so gemacht, dass ich insgesamt 4 Frames, also eine Stunde Belichtungszeit für die H-Alpha-Linie gemacht habe, dann 1,5 Stunden für O3. Warum jetzt hier im Verhältnis 6 zu 4, das zeige ich euch dann gleich noch im Anschluss. Da reden wir dann noch ein bisschen über die Bayer-Matrix und so weiter. Ja, und dann mit den Rot-Grün-Blau-Filtern, also RGB-Filtern und den Luminanzfiltern, habe ich mir sagen lassen, dass da so ein relativ guter Richtwert immer das Verhältnis 1 zu 1 zu 1 zu 3 ist. Also quasi dreimal so viel Luminanz wie eben jeweils Rot-Grün-Blau. Ja, nicht ganz, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr gemacht, weil 3x7 wäre eigentlich 21, ich habe jetzt hier 24 gemacht, weil wichtig war mir jetzt, dass eben die Gesamtbelichtungszeit wieder 3,75 Stunden beträgt, so wie eben jetzt hier. Ja, und das ist sich jetzt aber dann leider nicht mehr ausgegangen in der Neumondnacht, deshalb O3 war bei 85% Mond. Wasserstoff Alpha konnte ich 2 Frames ohne Mond noch machen, dann kamen leider die Wolken, 2 Frames dann leider bei Vollmond. Ja, und LRGB dann wiederum jeweils komplett ohne Mond. Die Einzelframes kann ich euch dann später auch noch zeigen, aber schauen wir sich vielleicht jetzt hier zunächst einmal den Summenstack an. Das heißt, das sind jetzt eben hier die 3,75 Stunden Belichtungszeit, also das jetzt hier. Und jetzt blende ich hier mal auch 3,75 Stunden Belichtungszeit von der Monokamera ein, aber jetzt nur RGB. Das heißt, in dem Fall habe ich jetzt dann hier jeweils 15 Frames genommen, sodass ich eben jetzt hier auch die 3,75 Stunden Belichtungszeit habe, aber eben ohne den der Luminanz hier. Aber dafür eben hier jeweils 15 Frames. So, und dann machen wir jetzt hier nochmal vorher nachher. Also beziehungsweise hier die One-Shot-Farbkamera und hier dann die Monokamera. Was mir hier direkt aufgefallen ist, dass eben die Sterne mit der Monokamera ein bisschen kleiner werden. Und ich gehe jetzt hier mal in die 100% Ansicht rein. Wählen wir vielleicht mal hier diesen Bildausschnitt. So, hier wieder One-Shot-Farbkamera und hier dann die Monokamera. So, jetzt gehe ich hier noch näher ran. Gehen wir mal in die 400% Ansicht, sehen wir jetzt hier One-Shot-Farbkamera und jetzt sieht man es richtig deutlich, Monokamera. Also die Monokamera hat hier eine wesentlich höhere Auflösung. Also hier nochmal die Farbkamera und hier die Monokamera. Man sieht jetzt hier eindeutig, wie die Sterne hier so eher fluffig sind oder wie wenn sie ein bisschen leicht unscharf wären. Und hier sind die richtig schön scharf. So, dann habe ich hier noch LRGB mit der Mono gemacht. Und zwar aber jetzt eben dann genauso, wie es eben jetzt hier steht, also 777 und dann 24 Frames Luminanz. Und da habe ich dann dieses Ergebnis hier. Also da ist dann nochmal ein deutlicher Unterschied. Man sieht mit der Luminanzlinie oder eben wenn man eben Luminanz mit aufnimmt, dass eben gerade hier auch die dunklen Nebel wesentlich besser herauskommen als jetzt mit den reinen RGB-Aufnahmen. Wenn ich jetzt das hier mal vergleiche mit der One-Shot-Farbkamera, also hier One-Shot-Farbkamera und hier dann wieder Monokamera mit dem Luminanzkanal. So. Farbkamera, Monokamera. Ich gehe auch hier jetzt mal rein in die 400% Ansicht. So, Farbkamera, Monokamera. Farbkamera, Monokamera. Schauen wir vielleicht hier in dem Bereich dann noch. Gehen wir hier mal in die 400% Ansicht. Hier ist ja dann auch so ein Dunkelnebel. Also hier nochmal Farbkamera, Monokamera. Ja, also auch hier finde ich die Monokamera, dass eben die Auflösung ein bisschen höher ist. Auch wenn eben hier jetzt die Sterne nicht mehr ganz so klein sind wie bei der RGB-Aufnahme. Also ich gehe jetzt hier nochmal zurück, jetzt hier die RGB-Aufnahme mit der Monokamera und hier mit dem Luminanz. Aber
Also die Sterne sind durch den Luminanzkanal wieder ein bisschen größer geworden, aber trotzdem finde ich, ist die Auflösung ein bisschen besser als bei der Farbkamera. Was mir noch allgemein aufgefallen ist jetzt beim Stacken bzw. dann bei der Farbsternkalibrierung, also das habe ich eben auch mit allen Bildern im Astropixel-Prozessor durchgeführt, und da fand ich, dass das Sternekalibrieren, also dieses Farbenkalibrieren mit der Monokamera wesentlich besser ging als mit der Farbkamera. Ja, so viel jetzt mal zu den RGB-Daten. Und bevor wir jetzt gleich zu den Schmalbanddaten kommen, noch ein bisschen Theorie, was eben eigentlich für Unterschied jetzt ist zwischen Mono- und Farbkamera. Ja, und zwar habe ich jetzt hier einfach mal bei Google Biomatrix eingegeben und dann findet man ja unter anderem solche Bilder. Und das Bild ist eigentlich hier schon recht gut. Und zwar sieht man da unten die einzelnen Pixeln von einer Monokamera. Und hier drauf sind dann solche Farbfilter. Das heißt also, auf jedem Pixel ist also ein Farbfilter. Und ihr seht schon, wenn man jetzt hier mal vier Pixel nimmt, dann ist eben ein Pixel mit einem blauen Farbfilter bestückt, einer rot und zwei grün. Das heißt, eine Farbkamera ist immer doppelt so empfindlich quasi im Grünkanal als jetzt im Rot- und im Blaukanal. Das mag jetzt für die Taglichtfotografie bestimmt Vorteile haben, bei der Astrofotografie eher Nachteile, da wären wahrscheinlich eher zwei rote Farbfilter besser als jetzt zwei grüne. Aber das können wir eben nicht ändern, wir Astrofotografen, weil dafür ist einfach der Markt vermutlich zu klein für die Hobby-Astrofotografen, dass jetzt die Kamerahersteller da speziell für uns andere Biomatrix machen würden. Und daher kommt das vermutlich auch, also das ist jetzt mal meine persönliche Vermutung, ich bin jetzt da kein Profi und kein Spezialist, aber daher kommt es vermutlich, dass eine Monokamera eine höhere Auflösung hat als eine One-Shot-Farbkamera. Weil wenn wir jetzt den Sensor hernehmen vom IMX571, also von meiner Kamera, die ja 26 Megapixel hat, dann hat die aber eigentlich nur 13 Megapixel mit den grünen Pixeln, und dann nochmal nur die Hälfte, also dann ungefähr so 6,5 Megapixel rote Pixel und 6,5 Megapixel blaue Pixel. Das Ganze wird dann aber halt interpoliert und hochgerechnet, da gibt es also spezielle Algorithmen und dadurch sollte dann quasi das wieder 26 Megapixel betragen oder ist halt dann auch wieder 26 Megapixel. Aber wie man ja gerade vorhin gesehen hat, ganz an die Auflösung von einer Monokamera kommt man damit dann trotzdem nicht. Ja, ein treuer Zuseher von mir hat mir vorhin noch ein paar sehr spannende Mails geschrieben. Unter anderem hat er mir dann diesen Link hier geschickt, so wie eben ein Biomatrix-Sensor aufgebaut ist. Und zwar ist es eben so, wie ich euch eben vorhin schon gesagt habe, dass quasi jeder Pixel, jetzt mal stark vergrößert, im Endeffekt so aussieht. Hier ist quasi so die Fotodiode, also die Fläche, die dann wirklich auch lichtempfindlich ist. Und bei einer Farbkamera ist eben dann hier in dem Fall ein roter Farbfilter drauf und darüber sind so eine Art Mikrolinsen drauf. Ja, und wie man jetzt hier schon sehen kann, rund um jede Fotodiode, also die dann wirklich das Licht aufnehmen kann, befinden sich noch verschiedene Transistoren rundherum, die eben dann aber kein Licht aufnehmen können. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie bei meiner Kamera der Sensor dann tatsächlich aussieht. Also ich habe den IMX571 Sensor, das ist ein Back Illuminated Sony Sensor, und wie da jetzt das Verhältnis ist von lichtempfindlicher Fläche, also die Fotodiode, zu den Transistoren rundherum. Weil hier scheint nämlich dann spannend zu werden, wenn es eben darum geht bei einer Farbkamera, weil man dann eigentlich auch das Licht hier, was eben bei einer Monokamera eigentlich nicht mehr genutzt werden kann, weil das Licht eben einfach nur auf diese Transistoren fällt, bei einer Farbkamera durch diese Mikrolinsen dann aber alles hier auf diese Fotodiode gelenkt wird. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, das sind jetzt hier wilde Spekulationen von mir, ob das tatsächlich so ist bei einer Farbkamera, aber vorstellen könnte ich es mir, weil ich habe nämlich vorhin noch einen Test gemacht. Und den möchte ich euch jetzt ganz kurz präsentieren. Und zwar habe ich mit meiner Farbkamera hier ein Flat gemacht. 2 Sekunden Belichtungszeit, G0, Offset 15.
Die Flatfieldbox war auf eine bestimmte Leuchtstärke eingestellt, in dem Fall eben ein bisschen runtergedämmt. Und ihr seht schon, hier sieht man drei so Peaks. Eins dürfte eben die rote Pixel sein, also Farbfilter sein, eins grün, eins blau oder irgendwie umgekehrt. Vermutlich der hellere wahrscheinlich grün, die anderen beiden rot und blau. So, wenn ich jetzt hier mal stark reinzoome, dann seht ihr jetzt hier auch die Bayer-Matrix. Das heißt, dieser Pixel hier dürfte vielleicht der grüne sein, diese beiden hier, der hier vielleicht der rote, der hier der blaue. Jetzt nur mal angenommen. So, wenn ich jetzt hier mal ein Bild von meiner Monokamera öffne, dann sieht man jetzt hier schon, da ist jetzt hier keine Bayer-Matrix drüber. Also da sind hier eben so die einzelnen Pixeln. Hier ist einer ein bisschen heller, hier ein bisschen dunkler, hier noch ein bisschen dunkler. Also auch diese Pixel sind nicht alle exakt gleich sensibel, wie man eben auch hier sehen kann. Beziehungsweise wird das vielleicht auch so ein bisschen eine Art Ausleserauschen sein. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn man jetzt hier mal das Histogramm von der Farbkamera mit der Monokamera vergleicht, also das hier dürfte der Berg vom Grünkanal sein, und wenn ich jetzt hier von der Mono mal den Grünkanal öffne, dann sieht man, ist der nicht so weit oben. Und hier habe ich aber genauso lange belichtet mit der Monokamera, also auch 2 Sekunden. Ebenfalls Gain 0 Offset 15. Die Flatfieldbox war in derselben Leistung oder Helligkeit eingestellt wie eben vorhin bei der Farbkamera. Dann habe ich noch ein Bild gemacht mit dem blauen Filter. Ja, da ist er sogar noch ein bisschen dunkler. Und beim roten Filter dann ganz dunkel. Und deshalb vermute ich eben auch, bei der RGB wird wahrscheinlich auch der dunkelste Peak hier das Rot sein, hier das Blaue und das hier das Grüne. Aber auch der rote hier ist noch wesentlich heller als jetzt bei der Monokamera der rote. So, dann habe ich auch noch mit dem Luminanzfilter ein Bild gemacht, auch mit 2 Sekunden. Völlig überbelichtet, ihr seht es da oben, also hier, wenn man schaut, bei M 65533 ADU über das ganze Bild. Ich habe dann hier nochmal mit 0,5 Sekunden eine Aufnahme gemacht und hier ist dann der Luminanzkanal nicht überbelichtet, aber da sieht man dann auch hier in der Mitte 31.000 ADU. Das heißt, mit einer Sekunde Belichtungszeit wären es dann so 32.000 gewesen. Also da ist eben der Luminanz dann wesentlich heller als jetzt zum Beispiel hier eben rot, grün, blau bei der Farbkamera. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier kein Profi, ich mache mir jetzt aber eben dann nur meinen eigenen Reim drauf, dass es eben dann eventuell daran liegen kann, dass eben durch diese Mikrolinsen das Licht besser auf diese Fotodioden gelenkt werden kann. Ja, falls es vielleicht von euch jemand besser weiß, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare hinein. Würde mich echt mal interessieren, wie dann das tatsächlich zustande kommt mit meinem IMX 571 Sensor, ob das dann eben hier tatsächlich so ist. Ja, ich weiß, ein ziemlicher trockener Stoff. Macht euch mal am besten ein Bierchen auf, drückt mal kurz auf Pause, einen Schluck beim Bierchen und dann geht's gleich weiter. So, hier noch ein bisschen Theorie, da müsst ihr jetzt durch, aber ich wollte das Ganze jetzt doch auch möglichst gut miteinander vergleichen. Und zwar, was haben wir jetzt hier? Das sind jetzt hier diese Kurven quasi von meiner Farbkamera. Also wie ihr vorhin gerade gesehen habt, da ist eine Bayer-Matrix drauf, das heißt, da sind eben Farbplättchen drauf, Farbfilter drauf. Und da sieht man jetzt eben hier bei der QY268C Kamera ist eben hier der blaue Filter, geht eben hier so bis knapp 80% drauf. Also das ist die von der relativen Quanteneffizienz ist das Ganze. Beim grünen dann auf 100% und beim roten hier so auf knapp 90%. Und ich habe jetzt hier mal von den Antlia Filtern das Ganze hier mal drüber gelegt. Also die Filter, die ich jetzt bei der Monokamera verwende. Ich habe das jetzt ein bisschen aufgezogen, damit das eben halbwegs deckungsgleich ist mit der QY-Kamera. Und da sieht man schon hier der blaue Farbfilter, der geht hier noch knapp über den 500 Nanometern drüber, wo eben auch die O3-Linie ist. Und der Grünkanal geht ebenfalls drüber. Und das ist eigentlich ganz geschickt gewählt, weil dadurch hat man eben sowohl beim blauen als auch beim grünen später direkt auch gleich noch den ionisierten Sauerstoff mit dabei. Ja, hier in diesem Bereich dürfte laut Antlia
generell relativ viel Lichtverschmutzung sein, was aber anscheinend bei der Astrofotografie eh nicht viel bringt. Und deshalb wird eben hier dieses Lichtspektrum gleich komplett abgeschnitten und der Rotfilter fängt eben dann erst so ab 620 Nanometer an, geht eben dann hier über die H-Alpha-Linie drüber bis zum S2, also zum Schwefel und dann hier wieder runter. Ja, und der Luminanzfilter deckt dann nochmal alles komplett ab. Und wenn man jetzt hier nochmal das Ganze überblendet mit der Farbkamera, ja, dann sieht man schon, dass das, also die Farbkamera geht also hier noch eher runter bis auf 400 Nanometer, wo also hier bei der Monokamera noch alles abgeschnitten wird. Hier quasi, wo bei der Monokamera auch komplett abgeschnitten wird, ist eigentlich der Rotkanal am empfindlichsten bei der Farbkamera. Und aber auch noch der Grünkanal relativ weit oben hier. Und wenn man jetzt hier mal mit dem Optolong L-Extreme Filter das Ganze anschaut, also O3 ist eben bei 500 circa und H-Alpha ist hier so bei 656 Nanometern, dann sieht man eben auch hier 656 ist eben nicht nur, dass Rot ein bisschen Licht durchlässt, sondern auch noch Grün und Blau. Und das wird eben dann später, wenn man jetzt dann H-Alpha und O3 trennen möchte, so ein ganz klein wenig zum Problem, weil O3 wird ja quasi nur von den grünen und vom blauen Pixel ausgelesen. So, ich blende das nochmal aus. Also nur vom grünen und vom blauen Pixel sagt eben dann der Astropixel-Prozess, okay, das ist jetzt O3. Und er kann natürlich dann nicht unterscheiden, dass dann auch hier quasi vom Rotkanal, also von H-Alpha, hier auch noch ein bisschen grün und blau die Filter aufmachen. Und deshalb hat man dann zwangsweise in der O3-Linie auch ein bisschen H-Alpha drinnen. Das werden wir dann auch gleich sehen, das zeige ich euch, dass das eben auch tatsächlich so dann ist. Ja, und hier noch generell die Quanteneffizienz von der QY268. Die geht eben hier bis knapp über 90% drauf. Und deswegen hier auf 100%, weil es eben relativ ist quasi. Und hier ist dann wirklich das Absolute quasi. Also die Farbkamera ist jetzt nicht lichtempfindlicher wie die Monokamera am Sensor, ist ja der gleiche Sensor. Deshalb eben hier relativ und hier dann der absolute Wert. Ja, dann schauen wir sich jetzt hier noch die H-Alpha und O3 Daten, also die Schmalbanddaten an von dem Objekt. Ja, und jetzt wisst ihr vermutlich auch, warum ich eben hier das Verhältnis 4:6 gewählt habe, weil 1:1 wäre fast ein bisschen unfair gewesen gegenüber der Farbkamera, weil eben beim L-Extreme Filter quasi bei der H-Alpha Linie eben nur ein Pixel, also nur der rote Pixel quasi durchlässt und grün und blau aber eben nur beim O3. Und deshalb habe ich das jetzt hier auch so gewählt. Und wir schauen uns jetzt hier mal direkt die Ergebnisse an. Also hier 60 Minuten, also eine Stunde Belichtungszeit mit der Monokamera. Und hier dann mit der OneShot Farbkamera und dem L-Extreme Filter die H-Alpha-Linie dann entsprechend extrahiert im Astropixel-Prozessor. Ich habe versucht, das Ganze möglichst gleich stark zu strecken. Es ist nicht ganz so einfach, weil mit den gleichen Optionen im Astropixel-Prozessor wurde eigentlich das von der OneShot-Farbkamera viel stärker gestreckt als das von der Monokamera. Da musste ich ein bisschen umstellen dann. Ich möchte jetzt hier aber einfach mal ein bisschen weiter reinzoomen. Gehen wir mal in die 100% Ansicht. Nehmen wir mal vielleicht mal das hier mit diesen helleren Sternen. Also hier OneShot-Farbkamera und hier Monokamera. Was natürlich auch hier direkt auffällt, der 3 Nanometer Filter von Antlia macht hier viel kleinere Sterne. Auch sieht man hier beim L-Extreme so einen ganz leichten Halo. Ist aber jetzt nicht wirklich schlimm, aber halt ganz leicht. Und die Sterne sind halt ein bisschen aufgeblähter. Schauen wir sich jetzt vielleicht hier das mal im Detail an. 400% Ansicht, oder gehen wir noch weiter rein, 500%. Hier OneShot Farbkamera und hier die Monokamera. Auch wenn jetzt hier das mit der Monokamera noch stark rauscht, weil einfach eine Stunde hier viel zu wenig sind, sieht man trotzdem einen Auflösungsgewinn, finde ich. Also das ist jetzt hier viel gröber von der Pixelstruktur her und mit der Monokamera ist einfach das viel, viel feiner.
Und das hat dann halt einfach dann tatsächlich vermutlich den Grund, weil eben hier eigentlich nur 6,5 Millionen Pixel am Sensor sind mit dem roten Farbfilter. Und mit der Monokamera hat man halt tatsächlich die vollen 26 Megapixel. So, wie schaut es jetzt hier mit der O3-Linie aus? Hier wieder 90 Minuten mit der Monokamera, also in dem Fall 6 Frames. Und hier eben dann mit der One-Shot-Farbkamera. Und das war jetzt eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass eben bei der One-Shot-Farbkamera kann man eben das nicht so exakt trennen. Und dadurch kommt halt eigentlich auch ein bisschen Wasserstoff durch. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal mir die Wasserstofflinie hier anschaue, dann ist halt in dem Bereich ziemlich viel Wasserstoff und das kommt eben hier auch noch ein bisschen durch. Weil wenn man jetzt hier die Monokamera anschaut, also das ist halt dann das, was wirklich exakter ist sozusagen. Weil hier sieht man dann wirklich, wo eben überall Sauerstoff ist, in dem Fall fast nirgendwo. Das ist jetzt hier ein bisschen ein schlechtes Beispiel, dieses Objekt. Deshalb habe ich eben dann auch noch IC417 fotografiert. Das zeige ich euch dann gleich noch. So, ich wollte euch jetzt hier noch kurz zeigen, wie eben so ein Einzelframe ausschaut bei Vollmond. Und da war ich eben auch schwer begeistert mit den Antlia 3 Nanometer Filtern. Also hier quasi am 23. Oktober, da waren wir ungefähr so bei 85% Mond. Und das jetzt hier dann bei Neumond. Und ja, wenn ich jetzt hier nochmal hin und her blinke, also hier fast Vollmond, hier Neumond. Es ist ein bisschen Unterschied, ist klar, aber wirklich nur recht klein der Unterschied. Und das ist natürlich auch ein Vorteil von einer Monokamera, weil man dann natürlich auch die Vollmondnächte, welche klar sind, manchmal auch eben dann auch recht gut nutzen kann. Zumindest für H-Alpha und S2 kann man eben auch sehr gut dann bei Vollmond fotografieren. Oder aber eben auch aus der Stadt heraus. Ich habe nämlich einen Astrofreund aus Wien und der hat sich jetzt auch diese 3 Nanometer Antlia Filter besorgt und der ist auch total begeistert und hat mir jetzt auch schon ein paar sehr vielversprechende Aufnahmen direkt aus der Stadt gezeigt. So, dann zweites Objekt ist IC417. Hier konnte ich 60 Frames, also 5 Stunden in RGB belichten und dann wieder die 2,5 Stunden mit dem L-Extreme. Das heißt hier bei der Monokamera wieder 4:6 und dann bei RGB habe ich hier 10, 10, 10 und 30 Stunden Luminanz, was eben dann auch wieder in Summe 5 Stunden Belichtungszeit sind. Ja, als Anmerkung habe ich hier noch dazu geschrieben, Schmalband habe ich damals mit 47% Mond gemacht, RGB bei 37 und 5% Mond. Und bei der Monokamera war bei H-Alpha 90% Mond und der Mond war damals direkt neben dem Deep Sky Objekt. Ja, könnt ihr euch das gerne mal ins Stellarium ansehen. O3 habe ich ohne Mond aufgenommen und LRGB dann auch ohne Mond. So, ich habe jetzt auch hier mal die beiden Bilder geöffnet und zwar ist das jetzt hier IC417, aufgenommen am 24. Oktober und ihr könnt da gerne mal ins Stellarium nachsehen. Also das war so, da war quasi hier das Objekt und so minimal daneben der fast volle Mond, also mit glaube ich so 10 Grad Abweichung. Und da jetzt noch so ein Bild hier zu machen, also das sind jetzt eben hier 15 Minuten Belichtungszeit, finde ich jetzt, ist schon der Hammer. Also hier die H-Alpha-Linie bei fast Vollmond direkt daneben und hier zeige ich euch noch ein Bild bei Neumond. Also so sieht es eben dann aus, wenn der helle Erdtrabant da oben nicht stört. Und hier nochmal bei Vollmond. So, schauen wir sich auch hier die Ergebnisse an. Hier die H-Alpha-Linie mit der Monokamera, eine Stunde Belichtungszeit. Ja, bei der One-Shot-Farbkamera waren es eben 47% Mond. Da kam dann dieses Ergebnis hier heraus. Ist ein bisschen stärker gestreckt, glaube ich. Deshalb sieht das jetzt hier im ersten Blick ein bisschen kontrastreicher aus. Wenn ich jetzt aber hier ein bisschen reinzoome, ihr seht schon, mit dem Optolong L-Extreme Filter hat man hier einen ziemlich starken Halo. Deshalb habe ich übrigens auch dieses Objekt hier gewählt, weil da ein relativ heller Stern ist. Und hier mit den Antlia Filtern ist dieser Halo viel, viel geringer bis kaum vorhanden. So, wenn ich jetzt hier mal stark reinzoome, gehen wir mal in die 400% Ansicht. Hier mit der One-Shot-Farbkamera, hier mit der Monokamera
Auch hier wird im Grunde das Gleiche. Eine wesentlich höhere Auflösung bei der Monokamera. Hier wirkt so ganz leicht verwaschen. So, dann schauen wir sich noch O3 an. Also hier O3 mit der Monokamera und hier O3 mit der Farbkamera. Auch hier dürfte bei der Farbkamera wieder ein bisschen Wasserstofflicht durchgekommen sein, durch die Bayer-Matrix. Aber was man natürlich hier extrem sieht, ist natürlich hier dieses Halo bei den Sternen. Hier dann mit der Monokamera und dem Antlia-Filtern. Ja, O3 ist ja generell bei allen Herstellern so ein bisschen gefürchtet, eben diese Halos um hellere Sterne. Aber ich finde jetzt hier beim Antlia-Filter, das geht. Hier nochmal der L-Extreme. Und hier der Antlia-Filter. So, jetzt tun wir auch hier mal ein bisschen rein. Also hier die Monokamera und hier die One-Shot-Farbkamera. Was man eben hier ein bisschen mehr sieht, das dürfte eben dann tatsächlich ein bisschen H-Alpha-Licht sein, was da durchkommt. So, dann hier 5 Stunden LRGB mit der Monokamera. Hier 5 Stunden RGB mit der Farbkamera. Auch hier war es wieder, die Farbsternkalibrierung ging irgendwie mit der Monokamera, also mit den Datennetz von der Monokamera, wesentlich einfacher. Und auch generell finde ich es ein bisschen schöner von den Farben her, wobei ich habe jetzt hier nicht wirklich viel Augenmerk auf die Farben gelegt. Ich habe das jetzt einfach nur mal quick and dirty quasi gestackt, direkt übereinander gelegt im Astropixel-Prozess und hier eingefügt. So, gehen wir hier vielleicht mal ein bisschen rein in die 300%-Ansicht. Also hier die Farbkamera und hier die Monokamera. Farbkamera, Monokamera. Ja, mal abgesehen, dass die Farben ein bisschen anders sind, das ist aber dann eher wahrscheinlich nur eine Einstellungssache, finde ich jetzt hier den Unterschied nicht so extrem. Also vielleicht ganz ein klein wenig. Schauen wir sich mal den Stern hier an. Also hier mit der Monokamera und hier Farbkamera. Monokamera, Farbkamera. Ja, hier übrigens noch ein Bild vom Filterrad, vom QY-Filterrad, eben mit den 7 Filtern, eben 3 Schmalbandfilter und dann Rot, Grün, Blau und noch der Luminanzfilter. So sieht das Ganze aus. Und eben wie gesagt, alle 3 Schmalbandfilter haben eben 3 Nanometer im Durchlass. Ja, und die anderen, die Farbfilter, die haben eben hier diesen Durchlass jeweils, also Rot, Grün, Blau. Ja, ich habe jetzt hier dieses Bild auch noch final bearbeitet. Das sind jetzt hier so ungefähr 13 Stunden Belichtungszeit mit der Monokamera. Und ja, es macht schon Spaß. Also das ist schon cool mit der Monokamera. Vor allen Dingen, es ist halt einfach nochmal ein Schritt näher an die professionellere Astrofotografie. Auch deshalb, weil man einfach auch diese Schmalbandlinien wirklich sehr exakt trennen kann. Und ich glaube, der wesentliche Vorteil bei Mono ist auch einfach der, dass man halt die Belichtungszeiten mit den unterschiedlichen Filtern dem Objekt entsprechend ideal anpassen kann. Ja, ist das jetzt was für Einsteiger? Würde ich nicht sagen, nein. Weil ein Einsteiger wird wahrscheinlich bei dem Objekt auch nicht wissen, was macht hier für Filterung Sinn. Ist jetzt hier hauptsächlich H-Alpha drinnen, O3 oder Schwefel und so weiter. Oder sind hier viele Dunkelnebel, dass eben Luminanz hier viel Sinn machen würde und so weiter. Man muss sich halt damit dann schon ein bisschen auch im Vorhinein schon beschäftigen mit dem jeweiligen Objekt, was man fotografieren möchte. Aber wenn man das macht, und wie in dem Fall jetzt hier, dann weiß man, okay, O3 macht keinen Sinn, S2 macht auch nicht wirklich einen Sinn. Und dann kann man halt die gesamte Belichtungszeit hauptsächlich in H-Alpha investieren. Dann noch ein bisschen RGB und auch noch ein bisschen mehr in Luminanz, weil eben hier auch ein paar Dunkelnebel sind, die eben dann besser herauskommen. Und dann macht Mono auf jeden Fall Sinn und ist einer Farbkamera doch deutlich überlegen. So wäre jetzt mal mein Fazit. Aber wenn ihr jetzt gerade frisch in die Astrofotografie eingestiegen seid, macht bitte nicht den Fehler und kauft euch jetzt eine Monokamera mit den doch relativ teuren Filtern dazu.
sondern macht mal die ersten Schritte, auch so wie ich sie eben gemacht habe, mit einer guten Farbkamera. Kauft euch einen UV-Aircut-Filter bzw. den LX-Spring-Filter dazu. Und damit kann man ja auch schon wunderschöne Bilder machen. Also ihr habt es ja selber gesehen hier auf dem Kanal, was ich da die letzten Monate so gemacht habe. Und ja, der nächste Step kann ja dann immer noch eine Monokamera werden. Ja, vielleicht noch ein paar Worte jetzt zu diesem Video. Ich weiß, das Ganze ist jetzt hier nicht wissenschaftlich belastbar, also generell jetzt dieser ganze Vergleich hier zwischen den Bildern, weil es ist auch fast unmöglich, weil wir haben hier selten trotzdem 3-4 klare Nächte in einem durch bei Neumond. Es kommen immer wieder Wolken, dann sind einfach mal hohe, dünne Wolkenfelder, so Schleierwolken und so weiter. Auch das quasi ändert wieder die Transparenz am Nachthimmel. Und dann kommt der Mond wieder und ja, im Endeffekt, dann gibt es ja diese Bayer-Matrix, wie ich euch eben vorhin erzählt habe, die was Mikrolinsen drauf haben und vielleicht das Licht irgendwie spezieller auf die lichtempfindliche Stelle lenken. Deshalb war mir jetzt bei dem Test eben wichtig, einfach, dass die Gesamtbelichtungszeit immer gleich ist bei RGB und eben bei den Schmalbandfiltern. Und darauf habe ich eben geachtet. Ja, und ansonsten soll und kann sich hier jeder sein eigenes Bild eben dann machen. Ja, vielleicht eins noch. Ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung die ganzen Filter, also die Antlia-Filter, den LX-Stream-Filter, den Link zur QY-Kamera, zum Filterrad und so weiter. Also ich habe die eben von astrolumina.de zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, schreibt da am besten einfach direkt dem lieben Breite Michael eine E-Mail, weil im Online-Shop kann man die bei ihm nicht direkt bestellen, aber schreibt ihm einfach eine E-Mail, was ihr gerne haben möchtet, und er stellt euch dann bestimmt sehr gerne ein Angebot. Ja, eins noch, weil da haben vielleicht so manche ein bisschen Bammel davor. Mit den ganzen Filtern und der Monokamera, das ist ja doch alles so aufwendig, wenn man dann Flats machen will. Und da kann ich euch schon mal beruhigen, das ist eigentlich überhaupt nicht aufwendiger. Und zwar zeige ich euch das jetzt ganz kurz noch im Sequence Generator Pro, wie ich das mache. So, wir sind jetzt hier im Sequence Generator Pro und ich habe mir hier einmal eben diese unterschiedlichen Events hier angelegt. Also das nennt man hier so im Sequence Generator Pro. Und ihr seht schon Event 1 hier eben der Rotkanal, hier Grün, hier Blaukanal, Luminanz. Und hier eben dann die entsprechenden Belichtungszeiten. Und zwar, wenn ich die Flat-Field-Box aufs Minimale heruntergedimmt habe. Das habe ich halt einmal so ermittelt, die Belichtungszeiten, dass eben der Peak hier dann beim Histogramm schön mittig ist. Ja, und dann jeweils 25 Bilder. Das heißt, ich mache mir hier 4 Häkchen, klicke da unten einmal auf Ransequenz und dann macht er mir eben diese 100 Bilder vollautomatisch. Und passt. Also da brauche ich ja nicht dabei sitzen bleiben und ich kann die Bilder eben dann immer wieder verwenden, solange ich eben die Kamera im Auszug nicht verändere. Klar, ich habe hier ein bisschen einen Vorteil. Durch die Sternwarte baue ich ja nicht jedes Mal die Kamera auf und ab. Oft fotografiere ich ja über mehrere Tage und auch Wochen, auch verschiedene Objekte, und brauche dadurch eben nicht jedes Mal ein neues Flats machen, sondern kann eigentlich immer die gleichen nehmen. Solange ich eben, wie gesagt, nicht die Kamera im Auszug drehe, bleibt da alles gleich. Ja, und bei den Schmalbandfiltern hacke ich eben dann hier dieser hier an. Hier habe ich dann die Belichtungszeiten ermittelt, wenn ich die Flat-Field-Box aufs Maximale vom Licht drehe. Und da habe ich eben dann diese Zeiten hier. Und ja, das ist ehrlich gesagt nicht wirklich jetzt groß der Aufwand. Das motorisierte Filterrad wechselt ja vollautomatisch die Filter immer durch. Also da braucht man ja auch nichts weitermachen. Und das ist halt schon ein Riesenvorteil. Ja, auch eins noch, was natürlich auch sehr wichtig ist und in dem Fall auch ein Riesenvorteil ist, dass die ganzen 7 Stück Antlia-Filtern alle untereinander im gleichen Fokus sind. Das heißt, wenn ich jetzt fokussiere zum Beispiel, nehme ich halt zum Beispiel den Luminanzfilter, weil es einfach da am hellsten ist, da braucht man dann keine langen Belichtungszeiten, und ich wechsle dann auf den H-Alpha oder egal jetzt den Rotfilter oder was auch immer, dann bleibt der Fokus exakt gleich.
Das heißt, ich kann auch zum Beispiel eine komplette Nacht durchplanen mit Rot, Grün, Blau, Luminanzfilter. Und er wechselt zum Beispiel um 2 Uhr früh von Rot auf Grün und ich brauche aber dann nicht erneut fokussieren. Und auch die Schmalbandfilter dazu sind alle exakt im gleichen Fokus. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, das war jetzt doch ein ziemlich aufwendiges Video, muss ich echt sagen. Wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, könnt ihr es ja gerne mal unten in die Kommentare posten, beziehungsweise könnt ihr auch gerne mal eure eigenen Erfahrungen unten reinposten. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Wechsel von einer Farb zu einer Monokamera gemacht oder habt vielleicht auch tatsächlich 2 gleiche Kamerasensoren zu Hause, wo eben auch eine Farbe eine Mono ist. Und da würde mich auch mal eure Erfahrungen so interessieren. Und bestimmt auch eben andere Leute. Also ihr könnt sehr gerne auch ein bisschen diskutieren und schreiben da unten in den Kommentaren. Ist ja ein richtig spannendes Thema, das Ganze. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Sternenklare Nächte, bis bald, ciao, ciao.